Yo, was geht ab? Primo hier, ein neues Video am Start und dieses Mal befinden wir uns in MW3. Dieses Mal gleich im Spiel, denn ich habe keine Lust, um mal irgendwie in der Lobby zu warten und zu warten und dann... Ach ja, der schöne Ladescreen, der stört mich doch schon ein wenig. Deswegen starten wir schon gleich durch mit der AK-47. Ups, geneift. Mir passiert das öfters, dass ich aus Versehen die E-Taste drücke. Und wir sind in einem Hackerraum. Ja, das macht sich doch gut. Da kann ich doch gleich schon mal... ja, sterben. Sterben ist gut, ja. Nee, also das ist jetzt total ungünstig. Aber ich glaube, ich werde mir ersparen, jetzt nochmal rauszugehen und nochmal neu aufzunehmen. Ich bleib jetzt einfach drinnen, auch wenn es mich total aufregt jetzt. Also, ich bin selten in einem Hackerraum drin, aber ich glaube mal, dass man da mehr EP bekommt. Denn ich bin jetzt schon Level 33. Oh, das ist schon heftig. Also nicht, dass mich das jetzt stört irgendwie, dass ich, ja, so schnell hochlevel, aber schon geil irgendwie. Ja, und mit einem God-Mode-Hacker, ja, macht sich das Ganze doch noch besser. Gerade weil man denjenigen dann ja gar nicht töten kann. Und ja. Wirft die ganze Zeit mit Flashgranaten. Ich meine, wenn er nichts Besseres zu tun hat, keine anderen Hobbys hat oder weiß ich nicht, seine Familie gestorben ist und deswegen seinen Frust in einem Spiel auslassen muss, bitteschön. Ich habe da nichts gegen. Ich lasse mich gerne von einem Hacker killen lassen. Ist ja auch sein gutes Recht, mich zu töten. Ich meine, ich muss den Hacker ja auch irgendwie dankbar sein, denn durch ihn kann ich jetzt mich schön hochleveln. Ja, das sollte ich schon zu schätzen wissen, dass er mir diese Möglichkeit gibt. Zack, ich versuche ihn zu knifen, aber ich glaube, er ist zu blöde, um mich zu töten. Ja, also die meisten Hacker haben einen kleinen Schaden. Ja, also die sind nicht so ganz bei Trost, gehen wahrscheinlich auf eine Lernbehindertenschule. Ja, also es ist ein Wunder, dass die überhaupt wissen, wie man hackt. Bei denen dauert das wahrscheinlich, ja, ein paar Tage, bis sie mal den Hack drauf bekommen. Natürlich mit Hilfe. Alleine bekommen sie es ja sowieso nicht hin, den Hack zu aktivieren. Und dem ersten ist es schon aufgefallen, dass hier ein Hacker drin ist. Ja, das ist fein. Achso, mir ist aufgefallen, ich kann ja so viel Granaten werfen, wie ich will. Ja, das tun wir auch gleich. Und ja, das macht doch umso mehr Fun. Ne, jetzt mal ohne Spaß, das macht wirklich Fun. Yeah! Ich bringe mich selber um. Oder ist der EP-Bonus vorbei? Stand da gerade. Also kriege ich jetzt keine doppelten EP mehr oder was? Das waren ja gar keine doppelten, das war ja zehnfach. Zehnfache EP oder was das war. Boah, das ist schon cool. Also ich kann jetzt unendlich viele Granaten werfen. Egal jetzt ob Flashbang oder Simtex. Da kann ich eine schöne Combo draus machen. Flashen, Simtex werfen, Flashen, Simtex werfen. Ja, das läuft doch. Das bockt auf jeden Fall. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich viel Kills damit mache. Einen habe ich einen gemacht. Aua, 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 ich sehe nichts und tot. Ich wurde sogar gewurfmessert. Also bei den ganzen Getümmel hier mit diesen Granaten kann man doch schon sehr schnell sterben. Da ist wieder der Hacker und ja, ich kann nichts machen. Also ich frage mich gerade, wie lange das hier noch gehen soll. Denn ich glaube... Achso, ja, das geht so lange, bis der Timer abgelaufen ist und ja, dann ist die Runde vorbei. Würde kein Timer da sein, dann würde das wahrscheinlich unendlich weit gehen. Denn es gibt... Ja doch, es gibt schon eine Punktzahl, glaube ich, aber... Es würde wirklich ewig dauern.
bis da das Spiel vorbei ist. Und ich sehe wieder nichts, ist ja ganz fein. Ups, ich glaube, ich habe jetzt... Nein, ich habe nicht selber geflasht. Und Semtex werfen. Ja, das bockt wirklich, also. Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr die Chance habt. Ach, das ist so ein schönes Spiel, also. Ja, da fliegen ganz viele Kobras und andere Flugzeuge. Ja, was soll ich dazu noch großartig sagen? Also, werd hier andauernd getötet. Ja, ich kann auch unendlich viel schießen. Ich habe unendlich viel Munition. Ja, und da zündet er auch nach 10 Jahren endlich seine MU ab. Und da machen wir das schön was Feines. Ups, ich wollte eigentlich... Ja, das sieht auch episch aus, mein Tod. Ja, pff, warum nicht? Bam, geneift. Ich wollte eigentlich so ein 360 machen mit einer Semtex. Während die Moab läuft, aber da wurde ich dann doch von der Cobra getötet. Okay, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Durch diese scheiß Moab. Ja, ansonsten, es kamen ja lange keine Videos, weil, naja, ich habe Schule und so. Ich muss mich halt mehr auf die Schule konzentrieren. Ich hoffe, ihr versteht das und... Ja, ich kann auch nicht wirklich versprechen, dass ich jetzt irgendwie mehr Videos hochlade dann. Also es wird ab und zu ein Video kommen. Vielleicht gibt es auch mal Zeiten, wo ich dann mehr hochladen kann. Also bei mir wird das sehr unregelmäßig sein wahrscheinlich. Nicht so wie bei anderen ja, YouTubern, die jetzt, sage ich mal, täglich Videos hochladen. Die haben vielleicht die Zeit dafür, aber ich habe halt nicht die Zeit dafür. Oder die Lust auch. Ja. Aber jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob ich ja das MW3 Let's Play. Ja, es ist ja kein Let's Play, wie gesagt, es ist halt ein Live-Commentary. Ob ich doch dieses ganze MW3-Projekt aufgeben werde und ja, was anderes spielen werde. Denn irgendwie sehe ich keinen Sinn darin, ständig gekillt zu werden von irgendwelchen Spasti-Hackern, die überhaupt keinen Skill haben. Naja, ich werde mir das noch gründlich überlegen. Noch habe ich ja eigentlich, ja, noch kann ich ja eigentlich das Projekt abbrechen, weil sich sowieso nur die wenigsten anschauen. Ich habe ja auch momentan erst 2 Abonnenten, deswegen ist das, glaube ich, nicht so schlimm, mal irgendwie zwischendurch ein Let's Play abzubrechen. Ja, also ein neues Projekt wird auf jeden Fall kommen. Ja, also es ist, wie gesagt, ist halt ein Shooter und ja, vielleicht werde ich dann auch MW2 Let's Playen. Also, ich sag immer Let's Playen, spielen meine ich natürlich. Oder aufnehmen, das ist glaube ich das bessere Wort. Und ja. Vielleicht wird auch mal so ein richtiges Let's Play kommen. Ich habe so an Guild Wars 2 gedacht. Da spiele ich ja auch und kann man eigentlich gut Let's Playen, deswegen. Ich werde es mir noch überlegen. Lasst euch einfach überraschen und was halt MW3 angeht, da bin ich mir noch nicht so schlüssig, ob ich das jetzt noch weitermachen werde. Denn ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Motivation ist weg durch diese ganzen Scheiß-Hacker. Und Black Ops 2 wird, glaube ich, auch am Start sein zu Weihnachten. Und wenn ich dann Black Ops 2 habe, denke ich nicht, dass ich überhaupt noch dieses Spiel weiterspielen werde. Ja, Niederlage, es war ja eindeutig. Und ja. Seht euch einfach das Ergebnis an.
Oh, das war jetzt kein Hacker, glaube ich, aber... Ja, es war kein Hacker. Der hat noch Kill geschafft und ja, schöne KD auf jeden Fall. Ich habe mich hochgelevelt, das ist das einzigst Positive, was ich jetzt in diesem Video geschafft habe. Ja. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein.